So, Herrschaften, willkommen zum siebten Part von Armin Gesserts Gianna Sisters. Heute am 21.12.2012, dem Tag des vermeintlichen Weltuntergangs. Aber ich sitze hier, es ist inzwischen 15.20 Uhr Minuten und 50 Sekunden genau. Und ja, bis jetzt ist nichts passiert. Leute, liebe Mayas, ihr lebt zwar nicht mehr, aber ich spreche jetzt mal so imaginär zu euch. Wollt ihr uns verarschen? Die komischen Boulevardzeitungen hier drehen alle durch und alle Erdenbürger dazu. Und dann passiert hier nichts. Das macht mich so sauer, dass ich jetzt mir meinen Frust von der Seele spiele und den siebten Teil von Gianna Sisters einläuten werde. Gut, davon abgesehen, hier riecht es gerade sehr weihnachtlich vor mir, denn auf dem Tisch liegen drei frisch geschälte Mandarinen, die ich mir jetzt während dieses Parts schmecken lassen werde. Okay. Ich versuche auch nicht so zu schmatzen. So. Wir sind hier in der dritten Welt, im dritten Level irgendeiner Welt, was weiß ich, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Und wir fallen erstmal nach unten. Okay, freier Fall. So, da ist ein versteckter Rubin gewesen. Danke sehr, wunderbar, läuft doch alles. Und die böse Rambo-Wespe, Hilfe! Cola, 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 Cola! Die Wespen machen ein ziemlich nerviges Geräusch, das geht einem sehr schnell auf den Senkel. Aber ich kann es leider nicht abstellen. Müssen wir also uns leider damit arrangieren. Hey, da oben ist ein Rubin. Komme ich aber leider nicht dran im Moment. Schade, schade, schade. Und hepp. Sehr hübsch. So. Weggespritzt die Steine. So, gieße ich mal das kleine Blümchen hier, damit es wächst und gedeiht. Sehr nett. Hey, hüpfen, hey, hüpfen und hey, noch einmal und nochmal. Ah, wie grazil das doch geht. Nicht. Lasst mich das Wort nicht noch anhängen. Wunderbar. Naja, okay. Ich habe den Jackpot aktiviert. Jackpot? Checkpoint heißt das. Okay, den Jackpot. Du wolltest mich hier, ne? So nicht. Oh, Dream Bubble. Endlich. Punky. Nein, bitte, bitte, bitte. Ich habe nichts dagegen, runterzufallen. Nein, ich gehe gern nochmal nach oben. Aber ins Wasser zu fallen ist nicht... ihr wisst, was ich meine, ja? Ich esse jetzt ein Stück Mandarine. Und ich hoffe, es bleibt mir im Hals stecken und ich falle tot um. Okay. Leider lebe ich noch. Leider lebe ich noch und das Dilemma geht weiter. Aber immerhin schmecken die Mandarinen sehr lecker. Ich möchte fast sagen, es sind sogar Clementinen, diese kernlosen. Die schmecken ja wesentlich besser als diese ekligen, kernigen Mandarinen. Die mag ich ja gar nicht. Hey, what? Rambo-Wespe Teil 7, genau. Hey, Schleimwurm. What? Stop. So, ich erstmal hier zum Checkpot-Point. Checkpot-Point. Und Cola, Cola, Cola. Komm, du kriegst auch was, du komischer Wurm hier. Nerv mich nicht. Ach ja, hier muss ich nochmal zurückgehen zum Cola-Automaten. Noch eine Buddel holen. Damit der hochnäsige letzte Block sich auch mal verdünnisiert. Danke sehr. Es wird ja langsam wirklich mehr als kompliziert hier. Das ist ja richtig... Na, fall nicht runter. Hep. So. Gieße, gieße, juhu! Schade, dass ich nicht laufen kann, während ich hier durch die Gegend spritze.
Oh, eine Bröckelbrücke. Eine Bröckelbrücke, Brücke, Brücke. Wo bin ich eigentlich? Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber ja. Hier war ich nämlich schon nicht. Nee, nö, Hilfe. Wo denn? Wohin? Wohin des Weges? Ah, das ist das Ziel. Das Ziel. Nein. Wäre ich jetzt in den Abgrund gefallen, müsste ich bitterst schreien. Warum nehme ich den Diamant da unten nicht? Deswegen vielleicht, weil hier ein blöder Wurm ist, der Punk Gianna wieder in ein blondes Dummchen verwandelt hat. Die jetzt bangen muss, ins Ziel zu kommen, aber das gerade noch schafft. Gott sei Dank. Kann ich noch mal essen? Ja. Okay. Ein paar Schwierigkeiten hatten wir. Wie immer. So. Guti. Nächstes Level. Oh, die Musik ist schön. Ah, ist so eine happy, gute Laune Musik. Und das am Weltuntergangstag. Uah, hörst du auf? 5 Rubine? Soll das ein Witz sein? Mein lieber Freund und Kupferstecher. Danke sehr. Yeah. Ach nö, den Weg wieder zurück. Ich glaube, es hackt. Nein! Ficken! Gibt's da irgendwas zu holen? Komme ich da hin? Nein, komme ich nicht hin. Ich muss den Umweg gehen. Juhu. Blöden Spitzen da überall. Da. Bibi. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, wo ich anfangen soll. Ich brauche noch 3 verdammte Rubine. Nein, 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 nein. Käfer sind scheiße. Käfer haben keine Lobby. Käfer gehören alle zertreten und platt gemacht. Zumindest die Käfer in Gianna Sisters. Ich gehe jetzt hier entlang. Aufpasse. Ach, da ist ja ein Rubinho. Thank you. Nein, bitte. Platsch, das war eine gekonnte Arschbombe von Gianna. Das kann sie auch. Wunderbar. Gianna ist ein Multitalent. Ich will erstmal hier runtergehen. Bröckelbrücke, Hilfe! Die böse Bröckelbrücke bröckelt weg. Unfair. Noch 2 verdammte Rubine, meine Güte. Horror, Horror, Terror, Panik, ich. Hätte gerne Dream Bubble. Wäre das machbar, Herr Nachbar? Achtung, Spitze da oben. Ein Leben, juhu. Da war ich. Ich habe Angst, da runter zu hüpfen.
Nee, das ist mir es nicht wert, diese paar Diamanten da. Nee, nee. Lass mal gut sein, Freundchen. Ein Checkpoint! Checkpoint, genau. Checkpot, Checkpoint. Der Point des Checkers. Nein, 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 nein! Ich habe Nein gesagt. Warum machst du nicht, was ich dir sage? Egal, Hauptsache Checkpoint aktiviert. Halb so schlimm. Nicht schon wieder. Gianna, warum? Oh. Wusste ich doch, dass ich hier hin muss. Was so Nein, du dumme Kuh. Ja, ja, Gianna ist gedanklich schon im Weltuntergang. Und läuft hier völlig orientierungslos ins Verderben. Geht doch. Sehr nett. So, Rubine habe ich alle. Ab ins Ziel. Angst. Kann ich da rum? Ja. Natürlich kann ich es. Ja, sehr nett. Okay. Rock. Nächste Runde. Lulululu. So, was ist hier? Ich sehe da oben etwas Rotes. Das ist immer gut. Dankeschön. Ne? Der böse Geist. Der Geist des Wassers lebe hoch, heute und morgen und immer noch. Macht mir Angst, der böse Geist. Oh. Hey, du kleine liebe Wasserpfütze. Hallo. Mhm, okay. Wow. Punktlandung. Punktlandung, Freunde. Punktlandung. Seht ihr, da war noch was versteckt. Dankeschön. Kann mich auch der Stappi nicht dran hindern. Rap, 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 da. Noch mehr böse Schnappis. Checkpoint. Wie ich mich freue, Sie zu sehen. Herr Checkpoint. Herr Checkpoint, Jack. Jack the Point. Es fehlt noch ein verdammter blöder Rubinho. Who the fuck is it? Da oben. Da ist er gut. Da liegt er gut. Ich muss retour. Danke, Gianna, du doofes Etwas. Ich muss retour. Mal sehen, ob das überhaupt noch klappt. Sieht so aus. Ja, ja, ja. Schön, schön, schön. Glaube doch nicht, oder? 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 Nein, hier ist Sackgasse. Die Gasse des Sackes. Verdammt. Ich muss doch da hoch irgendwie in irgendwo und irgendwann. Warte. Ah, da geht's ja nirgends hin. Okay, ich fürchte, ich muss mir die Lichter auspusten. Dankeschön. Ärgerlich. Ja. Okay. Wie soll ich denn da hochkommen? Warte. Ach, ich glaube, ich muss das Level nochmal machen. Oder, warte mal. Da komme ich nämlich nicht hin. Mensch. Okay, kein Problem, kein Ding. Mache ich das eben nochmal. Wir haben ja Zeit, heute am Weltuntergangstag. Kein Problem. So. Noch einmal. Also, was haben wir gelernt, liebe Kinder? Genau. Erst einmal schön oben bleiben und geradeaus. Der böse Geist.
Danke, du dummes... Gianna, du blöde Kuh. Mach, was ich dir sage. Hilfe, der Geist verfolgt mich. Ja, bin ich hier richtig? Ja. Der Geist, der böse Geist. Da. Hey! Wie soll ich denn da... Ihr seht doch, was hier passiert, Leute. Also, ich frage euch jetzt mal in aller Form, wie denn? Ich kann den Geist aber leider nicht abschießen. Oder geht das doch? Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Hüpf doch mal da hoch. Meine Güte. Nach oben. Ja. Gut. Checkpoint. Und hier hinten war der Rubinio, glaube ich. Genau. So, jetzt muss ich ganz nach links zurück. Stolzieren. Was ist das für ein geiler Sound hier? Und ich habe gerade gemerkt, das Spiel ist abgeschmiert. Okay. Das Bild verfolgt mich nicht mehr. Dummerweise, das ist auch bei der Handy-Version ab und zu mal passiert. Ein sehr gemeiner Bug. Okay. Das heißt, ich muss jetzt, weil das Spiel nicht richtig programmiert wurde, ein Leben opfern. Und wieder als normale Gianna weitermachen. Sehr nett. Vielen Dank. Jetzt müsste es aber wieder gehen, hoffe ich doch. Ja. Letzter Rubin. Steht auf dem Spiel. Die Bröckelbrücke, die brüchige Bröckelbrücke bröckelt unter den brüchigen Bröckelbrückel weg. Ja. So, danke schön. Alle drei eingesammelt. Dann renn mal schön ins Ziel, Mädchen. Ja, la. Okay. Wunderbar, geschafft. Juhu. Ole. Noch ein bisschen Mandarine da. Also mache ich noch ein Level. Brauchen wir ein bisschen Nervennahrung hier. Bei diesem Spiel. So. Ist ja gut. Es schneit. Moment, ich habe gerade ein bisschen Mandarine noch an der Hand. Das ist einfach ein passendes Level jetzt, hey. Schön. Nein! Gianna! Oh, Mann! Okay. Nicht verschlucken, Junge. Ganz ruhig. Die Musik ist schön, muss ich sagen. Es weckt nostalgische Gefühle in mir, dieses Level. Schneemännchen. Wenn diese blöden Wespen nicht immer dazwischen rum, wäre es noch schön. Danke. So. Läuft doch. Checkpoint. Ich brauche nur zwei Rubine. Wo sind denn die, Leute?
Alter! Da hinten ist ein sehr schöner großer Mond. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Oh, Sailor Moon! Ich kann noch nicht das Level verlassen. Da ist noch was zu holen. Ich brauche noch zwei Rubinien. Rubinien. Das ist schon meine. Okay. Vielleicht hier. Da war ich aber auch schon. Was nun, sprach Zeus. Da ist das böse Ziel, das will ich jetzt noch nicht. Danke. Ei, da ist er ja, schön, freu mich. Ich laber über dieses Level mal nicht so viel drüber, weil ich diese Musik so schön finde. So herrlich. So stimmungsvoll für so ein Winterlevel wie dieses hier. Ich hab's geschafft. Juhu! Okay. Damit würde ich sagen, meine Mandarinen sind aufgegessen für heute. Machen wir Schluss und ja, vor Weihnachten hören und sehen wir uns garantiert nochmal. Bis dahin sage ich ciao, ciao.